Das Kapfenberger Stadion ist vorbereitet, der Rasen von Schnee befreit, es kann also losgehen. Die Mannschaft bereit für ein Lächeln in die Kamera. Optimismus ist angesagt. Am kommenden Samstag, den 25. Februar, gibt es für die KSV die Meisterschaftsauflage, Auftakt zur Frühjahrsmeisterschaft. Und die Kapfenberger spielen da um 14.30 Uhr am Samstag gegen die Young Violets Wien. Und da braucht man natürlich einen Dreier. Und was man besonders braucht, Publikumsunterstützung. Kommt vorbei und unterstützt die jungen Falken. Es ist Montag, 15 Uhr, Training auf dem Kunstrasenplatz. Peter Harrer hat die Gelegenheit wahrgenommen, um die Stimmung in der Mannschaft ein bisschen einzufangen. KSV-Cheftrainer Ibra Ibrakovic zur Situation in Kapfenberg. Ja, zuerst freue ich mich, dich wieder zu sehen. Das sieht gut aus, das ist das Wichtigste. Und dann ist für unsere Situation brauchen wir da nicht zu viel reden. Wir sind letzter Platz, 9 Punkte, schwere Aufgabe vor uns im Frühling, aber mit einer sehr jungen Truppe. Wir sind orientiert auf unsere Umgebung und unsere Akademie. Ich hoffe, dass wir schaffen unser Ziel. Aber es ist natürlich kein leichtes Unterfangen. Ja, es gibt kein in zweiter Liga leichtes Spiel. Es gibt kein leichtes Training. Das heißt, mit harter Arbeit, mit einem Fokus wie in jedem Spiel, hier kann man das schaffen. Ich glaube in diese Jungs, ich hoffe, dass sie hat schon ein paar Sachen angenommen in Trainings und in Vorbereitung. Und es haben gezeigt in Trainingstestspielen, das ist am guten Weg. Jetzt schauen wir mal. Meisterschaft ist anders, aber ich hoffe, dass wir haben so viel Kraft und Geduld. Der Lukas Walkhütter freut sich schon auf den Frühjahrsauftakt am Samstag. Ja, die Vorfreude ist riesengroß. Nicht nur bei mir, sondern bei meinen Mannschaftskollegen. Und uns freut es uns, dass wir am Samstag schon wieder spielen werden. Ja, und wichtig wäre natürlich bei diesem wichtigen Spieler Dreier. Und gegen die Wiener ist man auf Augenhöhe. Und da muss man natürlich voll Gas geben im Beckettstadion. Spielbeginn 15.30 Uhr am Samstag. Ja genau, es wird sehr wichtig werden für uns, das Spiel gegen die Young Violets. Das ist ein direkter Konkurrent von uns, das sind 8 Punkte vor uns. Und ja, wenn wir da nicht alles auf dem Platz liegen lassen, Herz und Kampfgeist, dann wird, hoffentlich wird das was werden. Alles Gute. Danke. Ja, der Simon Staber war ja sehr, sehr lange verletzt, hat eine schwere Verletzung gehabt, aber dankt sich wieder voll zurück und du freust dich schon auf den Frühjahrsauftakt. Genau so ist es. Leider voriges Jahr im Frühjahr hat es mich erwischt mit dem Kreuzbandel. Jetzt bin ich wieder voll im Mannschaftstraining und hoffe natürlich im Frühjahr jetzt so viele Minuten wie möglich zum Sammeln, dass ich wieder voll zurückkomme. Was glaubst du, warum wird man die Liga halten? Ja, weil wir ein lässiges Team sind, ein lässiges Kollektiv, wo jeder für jeden alles gibt und deswegen besteht die Chance und die Hoffnung, dass wir die Klasse halten. Wichtig ist, man braucht wieder ein bisschen Publikumsunterstützung. Genau, das kommt dazu. Also daheim wäre natürlich wichtig, dass viele Leute kommen, die uns dann noch vorpushen und dass wir dann daheim so viele Punkte wie möglich holen. Danke, alles Gute. Danke. Der David Heindl ist ein junger Kapfenberger Spieler, hat sich super reingekämpft in die erste Kampfmannschaft, freut sich schon auf den Auftakt. Ja sicher, es freut mich nicht nur ich, sondern auch die ganze Mannschaft. Wir können es eigentlich gar nicht mehr warten bis Samstag. Wir sind zwar Letzter, für uns heißt es jetzt im Frühjahr nur Punkte sammeln, Punkte sammeln, Punkte sammeln. Wir haben im Herbst leider viele Spiele durch blöde Eigenfehler dann auch verloren und zu wenig Punkte gesammelt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber deswegen werden wir jetzt im Frühjahr umso mehr angreifen und umso mehr Punkte holen. Und ihr seid ja eine tolle Einheit, das Zusammenhalten ist super. Ja sicher, Teammoral, Teamgeist ist spitze. Aber unsere Testspiele, wir haben super Testspielgegner gehabt und haben auch immer Moral bewiesen. Immer nur ganz knapp verloren oder voriges Wochenende gegen GRK unentschieden geholt. Das gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen und wir sind alle positiv gestimmt auf dem Ligastart. Alles Gute. Danke.